Weihnachten, Advent, Nikolaus, das ist für viele zumindest geplant eine besinnliche Zeit. Oft klappt es dann in der Praxis nicht ganz, aber der Gedanke ist, dass wir uns auf eine Zeit der Besinnung einstellen. Wir pflegen da ziemlich viele alte und auch neuere Bräuche. Wir stellen Kerzen auf, schmücken die Wohnung gemütlich. Und wir feiern, wir schenken uns was. Das war nicht immer so. Die Christen der ersten Jahrhunderte haben Weihnachten eigentlich gar nicht groß gefeiert. Ostern war das Fest. Jesus ist auferstanden, das war das Entscheidende. Ab dem 4. Jahrhundert hat man dann Weihnachten gefeiert, allerdings noch nicht mit Geschenken, wie wir das heute machen, sondern mit dem Gottesdienst. Im Mittelalter kam dann der Brauch auf, dass man Kinder so um diese Zeit rum beschenkt hat. Und damals erinnerte man sich dann an einen Mann namens Nikolaus. Man weiß historisch gar nicht so viel von ihm. Es gibt viele Legenden. Er hat wohl zwischen 280 und 350 gelebt, ist wohl bei einer Christenverfolgung verhaftet und gefoltert worden, hat das überlebt und hat seinen Besitz, so wird berichtet, unter die Armen verteilt. Und das ist dann auch irgendwie die Verbindung zu den Geschenken. Deshalb hat man an dem Gedenktag des Nikolaus von Myra im Mittelalter, also am 6.12., Geschenke an Kinder verteilt. In der Reformationszeit hat sich dann in den evangelischen Gemeinden das durchgesetzt, dass man nicht am Nikolaustag, sondern an Weihnachten die Geschenke verteilt. Und heute machen es die meisten so, dass sie an Nikolaus was Kleines schenken und an Weihnachten dann die größeren Geschenke kommen. Diese ganze Zeit mit den Bräuchen und Traditionen soll, wenn alles gut geht, eine besinnliche Zeit sein. Im Kirchenjahr wird das Advent genannt. Advent heißt Ankunft. Diese Zeit soll uns vorbereiten auf die Ankunft Jesu Christi, auf das Fest zur Erinnerung an seine Geburt. Das Gedicht, aus dem ich etwas vorlesen werde, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Der Dichter Karl von Gerock hat zwei Sachen miteinander verknüpft. Zum einen den Gedanken des Advent, wie wir ihn kennen, und einen Vers aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung. Dort wird uns ein Bild vor Augen gemalt, dass Jesus vor der Tür steht unseres Lebens und anklopft und wartet auf unsere Reaktion. Und das stellt sich der Dichter jetzt auch vor, dass Jesus nicht nur ganz allgemein kommt, sondern zu jedem Einzelnen von uns. Ich klopfe an zum heiligen Advent und stehe vor der Tür. O selig, wer des Hirten Stimme kennt und eilt und öffnet mir. Ich werde Nachtmahl mit ihm halten, ihm Gnade spenden, Licht entfalten. Der ganze Himmel wird ihm aufgetan, ich klopfe an. Ich klopfe an, da draußen ist so kalt in dieser Winterzeit. Vom Eise starrt der finstre Tannenwald, die Welt ist eingeschneit. Auch Menschenherzen sind gefroren, ich stehe vor verschlossenen Toren. Wo ist ein Herz, den Heiland zu empfahen? Ich klopfe an. Ich klopfe an, der Abend ist so traut, so stille, nah und fern. Die Erde schläft, vom klaren Himmel schaut der lichte Abendstern. In solchen heiligen Dämmerstunden hat manches Herz mich schon gefunden. O denk, wie Nikodemus einst getan, ich klopfe an. Ich klopfe an und bringe nichts als Heil und Segen für und für. Zachäus Glück, Marias gutes Teil, beschert ich gern auch dir. Wie ich den Jüngern einst beschieden, in finstrer Nacht den süßen Frieden, so möchte ich dir mit holdem Gruße nahen, ich klopfe an.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Adventszeit.